Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch hier aus dem Lindner Hotel am Kudamm in Berlin, nicht weit vom Stammtisch, den wir haben werden. Deshalb heute eine kurze Sendung, die auch voraufgenommen ist. Die Lounge hier ist echt geil, die haben Colorado, aber auch andere Sachen. Ups, jetzt habe ich den verloren, Mensch, den will ich aber essen. Passt ja die Farbe, orange. Für Wasser ist gesorgt, super Hotel, super Service, kann ich nur empfehlen. Stammtisch übrigens auch. Und ganz wichtig natürlich den Ton ausmachen, wenn ich Nachrichten kriege, dass es nicht pingt. So, drei Themen habe ich für euch heute vorbereitet. Einmal ein Thema, kinderfreie Zone im Flugzeug bei Corridon. Wichtig. Finde ich das auch wichtig, sage ich euch gleich. Dann haben wir nochmal einen Anschiss von der Swiss für Crew, die auf der 777 auf der Fläche Fotos gemacht haben. Und dann nochmal die Klimaanlage, die sich hier zwischendurch immer wieder in der Lounge anschaltet. Aber das ist kein Sonderpunkt, der kommt halt zwischendurch. Und für alle, die Dealzones mögen, haben wir wieder etwas in der Business Class. Nachdem ich von Frank den Anschiss gekriegt habe, er möchte keine Premium Economy Tarife haben und er ein Business Class, ein Business Class Ticket hat bei mir, das ist ein Wunsch, natürlich Befehl, mit der SAS von London über Kopenhagen nach Los Angeles 1.749 Euro. Geiler Preis, oder? Business Class. Ihr könnt jetzt den Kanal nicht nur abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Ich werde auch heute Abend am Stammtisch heimlich unterm Tisch eure Fragen beantworten. Und wichtig ist natürlich auch Kanalmitgliedschaft oder zum nächsten Stammtisch kommen. Und unter der Nummer, warte hier, unter der Nummer könnt ihr mir eine WhatsApp-Nachricht schicken und dann schicke ich euch den Link. Das erste Thema heute. Und zwar, Corridon bringt in den Airbus A350 eine kinderfreie Zone. Dazu habe ich auch ein Bild vorbereitet, und zwar dieses hier. Und da seht ihr es, dass es dort wie in so einem Club Med oder bei Hyatt diese Adults-Only-Clubs gibt es da eine nur für Erwachsene. Und das ist so, dass man die Flüge durchführen möchte ab 3. November von Amsterdam nach Curaçao. Und da seht ihr jetzt vorne im vorderen Bereich den kinderfreien Bereich. Heißt also auch, dass man dort dann ungestört ist. Die Idee ist natürlich nicht ganz neu. Wenn man sich das anguckt, kann man natürlich auch sehen, dass es bei Flügen von KLM auch so etwas gegeben hat. Dieses Jahr ist es aber erstmals so, dass man auch dort das anbieten möchte auf den 350-900er vom Wetlease-Partner. Ich kann euch hier wieder jetzt mein Gesicht geben. Kinder im Flugzeug sind ein Problem. Die Frage ist, was ist das Problem bei den Kindern? Sind es die Eltern, die die Kinder schlecht erziehen? Sind es die Kinder, die einfach nur gelangweilt sind, weil die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern? Ich denke, dass die Gründe natürlich mannigfaltig sind. Aber es ist wie beim Rauchen. Wenn man die Kommentare liest, denkt man, man ist im falschen Film. Ich habe das bei Facebook, die Kommentare gelesen, zu dem Beitrag. Das waren 180, glaube ich, als ich zum letzten Mal geguckt habe. Und daran sieht man, dass das bei dem Thema wirklich heiß hergeht. Wichtig ist an dieser Stelle in meinen Augen aber, dass man tolerant sein muss. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, wir haben einen 320er, haben 198 Passagiere oder sowas, zwei Babys und die halten die ganze Maschine wach. Ja, kann ich verstehen, dass das ein Problem ist. Aber was wollen die Eltern machen? Wer Kinder hat oder irgendwo Kinder sich ausgeliehen hat, weil er Tante, Onkel oder sonst was ist, der weiß ja selber, dass Kinder teilweise natürlich auch Probleme, Sorgen, Ängste oder Nöte haben, die wir nicht wissen. Und wie soll ein Baby auch einem erklären, was das Problem ist? Aber ich glaube, solange die Eltern versuchen, die Kinder bei Laune zu halten, habe ich da auch kein Problem mit. Mein Problem entsteht dann, wenn ich das Gefühl habe, dass die Eltern da ja, eher sagen, I don't care. Oder wie das immer so schön heißt, not my monkeys, not my circus. Aber nein, ihr müsst euch um eure Brut kümmern. Dann habe ich damit ein Problem. Also insofern wäre das jetzt meine Meinung. Aber ihr könnt ja jetzt unten kommentieren. Und das ist dann so die inoffizielle, offizielle Frage des Tages. Findet ihr einen Kinderbereich gut im Flugzeug oder sagt ihr, das ist etwas, was man nicht gutheißen darf, weil Kinder sind unsere Zukunft? Ich habe jetzt mal beide Positionen einfach mal besetzt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Wir haben das zweite Thema. Und da gebe ich euch das Foto. Da seht ihr eine Swiss 777. Ihr kennt das ja oben auch am Leitwerk. Und die 777, die da ist, hat die Crew,
die Tür, ich glaube, das ist die Dreiertür, geöffnet und läuft auf der Tragfläche rum. Das Problem, was es damit gibt, ist, dass die Swiss das als unprofessionell empfindet. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist unprofessionell, weil die Crew jetzt ihren Walkaround oder ihre Arbeit nicht nachgehen kann und wir deshalb länger warten müssen. Aber A, weiß man nicht, bei welcher Situation das passiert ist. Das war übrigens auch ein Video oder Aufnahmen von Buenos Aires. Und das ist, glaube ich, wenn die fliegen Buenos Aires, Sao Paulo und dann nach Zürich zurück. Und das ist halt so, dass man sieht, wie die Kollegen da sich draußen bedungen haben oder benommen haben, wenn man so will. Techniker, die auf dem Flügel arbeiten, die seilen sich an aus Sicherheitsgründen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das arbeitsrechtlich, ups, die Kamera wackelt. Ich habe das so ein bisschen Impro gemacht, nicht runterfallen. Ob da ein Unterschied ist, ob Cabin Crew das einfach so macht oder ob das bei der Technik gemacht werden muss. Und natürlich ist es nur im Notfall gestattet, die Tragflächen zu betreten. Und es macht ja auch Sinn, weil es eine Stolperfalle, wenn jemand runterfällt, glaube ich, dass da etwas mehr passiert als bei einer 737, die ja dafür gemacht ist, dass man runterrutschen kann. Insofern, schwierig. Ich hätte persönlich das wahrscheinlich nicht gemacht. Ich würde aber mal 5 gerade sein lassen. Ihr könnt ja mal sagen, ob das ein lebensgefährlicher Spaß ist, wie der Swiss-Sprecher das gesagt hat, weil er sagte, das sieht zwar nach Spaß aus, ist aber lebensgefährlich. Aber wir wissen ja selber, dass die Fahrt zum Flughafen eigentlich schon lebensgefährlich ist. Man muss ja lebensmüde sein, wenn man überhaupt fliegt, weil das so viel gefährlicher ist, zum Flughafen zu fahren. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Komm rein, kannst du rausgucken. Ich habe die Tür zugemacht, weil der Lounge, damit wir die Musik von draußen nicht hören. Aber die denken, das ist jetzt, ja, wie auch immer, auf jeden Fall darauf erstmal ein Gummibärchen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr den Swiss-Kollegen unterstützt oder ob ihr der Meinung seid, alles easy, alles okay, solange der Flug pünktlich losgegangen ist. Jetzt haben wir den Dijon. Oh, man darf mal. Ich glaube, erst ab 50 Gramm wird es undeutlich, ne Sven? Ja, richtig. Richtig. lecker. Rindergelatine. Ich mag das ja. Und Schweinegelatine ist noch besser. So. Letztes Thema. Nur heute 3. Alle guten Dinge sind 3. Ist der Deal so ein Deal? Und zwar ist der Deal so ein Deal heute mit der SAS in der Buchungsklasse J, 1749 Euronen von London über Kopenhagen nach Los Angeles. Ihr wollt natürlich das Ganze auch als Bild sehen. Ja, ich weiß, mea culpa, kommt sofort. Muss mal gerade gucken, dass ich das Richtige hier erwische. Da ist es, da seht ihr das auch. 610 Meilen sind es von London nach Kopenhagen und dann nach Los Angeles sind es nochmal 5624, sind zusammen 12.468. Und ihr wollt natürlich wissen, wie viele Meilen es gibt. Klar, ist immer wieder geil, wenn das Ding bei mir so abraucht. Das finde ich ja jetzt wieder lustig. Ich habe es eben ausgerechnet, extra eingeklickt. Gucken wir mal, ob der Link funktioniert. Macht er nicht. Naja, nun gut. Dann müssen wir mal wieder unprofessionell zurückschalten. Dann hole ich euch die Sachen anders. Also unglaublich, dass das immer nicht so klappt. Ich hatte es extra noch vor der Sendung geschaut. Aber die Zahlen habe ich trotzdem hier. Heißt also, 25.016 sind es bei Air China, bei Air India sind das 24.872, genau wie bei TAP. Bei SAS sind es 21.000 ganz genau und glatt. Bei Miles & More sind es 19.328. Auch hier bei SAS gibt es natürlich eine Art Executive Bonus, wenn ihr dort bei SAS sammelt, ganz wichtig. Und dann geht es runter über 15.000 Meilen, 12.000 Meilen, All Nippon und so weiter. Und natürlich 0 Meilen bei Air New Zealand. Das ist ganz wichtig. So, damit haben wir die Sendung auch wieder fast 10 Minuten in die Länge gezogen. 3 Themen, ich denke, das war gut. Aus Dankbarkeit könnt ihr natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Sven, haben wir auch Colafläschchen? Nein. Sven hat keine Colafläschchen, schade. Was kann ich haben? Schlümpfe. Schlümpfe, die sind so katschig zwischen den Zähnen. Naja, nun gut, das ist bei den Dritten immer nicht so gut. Ja, lange Rede, abonniert den Kanal, Glocke, Like, kommentieren, seid morgen wieder dabei. Wahrscheinlich auch wieder eine frisch gepresste Folge, aber auch aufgezeichnet, weil ich morgen auch wieder unterwegs bin. Ich bin gespannt, ich freue mich auf euch und
Ich sage jetzt einfach tschüss, ich bin raus. Bis dann, tschö mit Ö. Also, tschüss. Wo haben wir es? Ach, Abspann, ne? Abstand wollen wir nicht vergessen. Also Abspann gebe ich euch auch noch. Also bis dann, ciao. Thank you.